Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Hier spricht euer Kapitän. Es ist nicht sonnig draußen, zumindest bei mir nicht. Es ist früh am Morgen. Wir haben jetzt momentan 8:11 Uhr. Ja. Ja, was soll ich sagen? Wir starten jetzt einfach unser Roadtrip in der Morgenstunde. Kaffee ist fertig, alles schön in der Thermoskanne überführt, Pausenbrote sind geschmiert, also Vegetierung ist dabei, ein bisschen Lembasbrot und dann geht's los, ab in den Urlaub. Hier in Deutschland ist es definitiv kalt und nass. Ja, es ist ein feinstes Januarwetter, eigentlich nicht, aber es ist seit Januar, es ist kalt und nass. Und soweit ich gehört habe, ist es in Fuerteventura wohl 20 Grad. Und da wollen wir hin. Wir wollen raus aus diesem trüben Wetter und wo man einfach nur Depressionen kriegt und rein in den Urlaub. Genau, also in dem Fall schaffen wir es jetzt dann die ersten Runde noch nicht. Wir schauen uns aber in diesem ersten Teil von 7 uns Amsterdam an. So, dann lassen wir mal erstmal kurz meine Flight Planning App rausholen. So, dann spielen wir einfach mal rüber und geben uns das mal an. Wir sind in Hamburg und wir wollen nach Amsterdam. Ja, es ist ungefähr eine Dreiviertelstunde davon entfernt. Es wird sich vom Wetter nicht sehr viel ändern. Aber okay. Ja. Gut, probieren wir es mal aus. Wir starten das Ganze rein. Lassen uns mit SimBrief die Wegpunkte berechnen und alles, was dazugehört, mit Random, Passenger, Anzahl und Cargo. Und das ist dann heute unser grober Plan. Hamburg starten wir rüber, in der Sonne hier, Bremen, Oldenburg entlang, Groningen und dann runter nach Amsterdam in dem Airport. So, das machen wir auch gleich jetzt. Fly now. Und zack, da ist es. Mit den ganzen Wegpunkten und so weiter. Das OFP, das brauche ich zumindest für meine Planung etwas. Ja, hier steht eigentlich nur die Flugnummer dran, was mich interessiert. Windshift und Kostenindex und natürlich auch die Höhe. Die ist relativ hoch, sogar 320. Das heißt dann noch 32.000 Fuß hoch. Ja, das ist schon ordentlich. Fast in die 10 Kilometer Höhe sein, also wenn jemand das rechnen möchte. Genau. So, da will ich auch gar nicht so weit in Detail reingehen. Vielleicht irgendwann, wenn ihr jetzt wirklich sagt, hey, ich möchte mehr erfahren, geht immer ein bisschen drauf ein, kann ich immer etwas mehr davon erzählen. Wir haben ja noch 6 andere Flüge vor uns, Minimum. Genau. Ich starte auch den AirTool. Das Luke Air Tool, einfach ein etwas mehr Hintergrundgeräusche zu haben. Ja, simuliert Passengers und ja, man kann hier auch neu auf Profile gehen. Anscheinend funktioniert Internet auch wieder. Das hat letztes Mal ein bisschen Probleme gehabt. Hier sind die Flüge, die ich gemacht habe. Es ist ein bisschen Spielerei auf jeden Fall. Macht aber auf jeden Fall auch richtig viel Spaß. Der holt die Daten ebenfalls von oder kann die auch von SimBrief holen. Das ist die Anlaufstelle für alles. So, das hat er auch schon getan. Ja, Hamburg nach Heim zusammen. Und suche mir jetzt bloß noch das eine A320 hier raus. Verify route, vergisst man mal sehr gerne. Flight Number. Namentaste 1. Route confirmed. Und dann lassen wir da rein. Ich würde
Lufthansa mal wählen. Da hört er mal was anderes. Auto-Announcements an. Ich lasse den jetzt einfach starten. Wir kriegen einen schönen Boarding Pass. Alles am Top noch nicht raus. Schieß mir auf den anderen Monitor rüber. Also hier können wir auch eine ganze Menge machen. Ne? Also ihr könnt hier Announcements alle anmachen. Das sollte mal so ein bisschen mit anmachen, Cabin Crew. Individuell kommt ein Passagier und hat ein Problem. Ich habe keine Ahnung. Ist ein bisschen Spielerei auf jeden Fall. Hier, ja, selbstgesetzt kann ich dann irgendwelche Ansagen durchgeben lassen. Ein bisschen Optionen ist noch dabei. Ja, es ist wie gesagt, es ist nur ein bisschen Spielerei und es geht mir mehr um die Hintergrundgeräusche, dass ich nicht ganz alleine, also ich will ja ganz alleine im Flieger zu sein, auch wenn es mir bewusst ist, dass man vorne vermutlich nichts hört, weil die Piloten alle Kopfhörer aufhaben, vorne die Geräusche auch ziemlich laut sind. Wer schon mal im Flugzeug war, den dröhnen die Ohren, vor allem wenn man hier über 20 Stunden lang hier rumgeflogen ist. Und allgemein die Reisezeit so ungefähr bei 28 oder 30 Stunden war. Dann kommst du hin und hast wie aus dem Krieg. Ja, da hörst du nichts mehr. Nix. Das klingelt nur noch im Ohren, das drückt dann alles nur noch. Und du brauchst mit einem bisschen Schlaf. Gut, dann geht's in Teil 2 rüber in den Navigraph Charts. Das sind alle meine Flüge, die ich gemacht habe. Ich habe mittlerweile schon den anderen, der hier davor war, der wird immer hier mit angezeigt. Den habe ich ja, rausgeworfen, jetzt Unload. Ja, und dann geht es natürlich rein. Import Flights. Man kann irgendwie neue noch ersetzen. Das habe ich auch noch nie gemacht. Ich glaube, es macht doch gar keinen wirklichen Sinn. Das heißt, man möchte einzelne Wegpunkte anklicken. So, das sind die letzten, die ich gemacht habe. Das ist unser großer von Introducing. Habe ich schon ein paar Mal gemacht. Wie gesagt, es geht ja eigentlich runter nach Fuerteventura, aber ich möchte es in ein Roadtrip-Manier Stück für Stück durchgehen. So, das ist unsere Strecke. So, ab hier ist es so ein bisschen gestrichelt. Wie mache ich den Anflug? Kenne ich nicht. Da würde ich jetzt direkt reingehen. Das ist mir direkt ein bisschen blöd. Wir suchen eine schöne Anflugsroute aus. Ich kann ja auch beim nächsten Mal dann auch wirklich mal einen ILS-Einflug machen, aber ich will mal richtig in die ANAF. Nehme ich nochmal selber in den Flug rein. Ja, einfach um das zu sehen. Jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass ich die richtige Landebahn erwische. Und dann gucke ich dann nachher mal wieder in unser Tool rein, weil ich natürlich sowas nie merke, wo unser Landeinflug ist. So, irgendwo hier ist die Route, da ist es ja. 27. 33 starten wir, 27 landen wir. Die sind nach Himmelsrichtung auch dementsprechend getrimmt, das heißt 270 Grad, das heißt 330 Grad. Ja, wie so ein Kompass raus, ist das in drinne und deswegen kann man da auch schon ein bisschen abschätzen, wo es eigentlich sein sollte, wenn ich sage 220. Aber naja. Das sucht immer random irgendwie raus. So, jetzt habe ich keine Ahnung, wie der jetzt hier runtergehen soll. Das ist ganz schön komisch. Weil wir müssten ja hier so runter können. Weil ich habe hier einen Haufen Schleifen drin und alles Mögliche. Und das gefällt mir eigentlich gar nicht. Aber ich habe nur die zwei zur Auswahl. Wir werden sehen, was da passiert. Attwood. Ich denke mal, das wird ein Riesenblödsinn sein. Der kommt hier rein. Dreht hier dann irgendwie eine Runde. Also hier ist eine Platzrunde drin. Ne? Keine Ahnung, wie er das hinkriegt. Ich werde hier einiges rausnehmen, dass es möglichst dann irgendwie hier reingeht. Aber stellt euch mal vor, das ist wie eine Autobahn hier oben und der versucht krampfhaft dann auch diese Airways mit einzubeziehen und zu gucken, wie man da am besten
da rauskommt. Also werden wir definitiv nicht landen. Ja. Also, das sieht nicht aus. Wir werden sehen. Ich habe doch keine Ahnung, welche. Ja, doch. Natürlich. Ja, man sieht's. So komme ich nochmal rein. So entlang. Ich würde sagen, ich würde wahrscheinlich direkt dann nachher hier gleich den ab und den Rest an Wegpunkten rauslöschen. Ich glaube, kein Nutze der Feld würde mich sowas hier antun. Gut, dann geht's ab und wir setzen uns nur auf Hamburg drauf. Alles ist soweit erstmal abgeklärt. Und wir schauen nach, dass wir jetzt die Route dementsprechend hier erstmal in den Computer reinbringen. Wir starten in Hamburg. So, ich habe ein kleines Gate, das würde mir auch reichen. 1A Gate. Flugbedingungen sind klar. Echtzeit werde ich gerne mit drinne. Und dann fliegen wir los. Kleinigkeit habe ich noch. Muss ich mal gucken, dass ich mich jetzt hier. Danke, Maus. Muss noch was vorbereiten. Sekunde. Oh, das sieht ja aus wie der Apokalypse. So. Es gibt nämlich dann nachher hier bei diesen Fly-by-Wire. Den Injektor, den starte ich auch gleich mit. Damit werden noch andere Flieger ringsherum von der reellen Welt. Oh, ey. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Man kann es hier noch genau einstellen. Frag mich nicht, was das alles ist. Weil das wird natürlich nicht alle Flieger der Welt jetzt hier importiert. Das wäre sowas von. Aber alles, was so eine Umgebung ist, dann müssten sie gleich auftauchen. Mal gucken. Oder sein, das Hamburg ist leer. Das kann natürlich auch sein. Nein, da kommt schon die ersten. Zack, 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 zack. Werden alle reingeholt. Und dann ist man ja nicht so alleine. Natürlich kann man damit nicht interagieren. Das wird nicht funktionieren, aber ja. So, lass mal die Monitore alle machen. Zack, zack, zack. Ich mag, dass wir das alles so aufploppt. Wahrscheinlich auch so richtig cool. So, haben wir dann die Sicherheit an. Smoking auf Automatik. Anschnallzeichen an, falls wir reinkommen. So, die ersten Lichter an, dann damit gezeigt wird, hier ist jemand im Flieger. Bisschen Sauerstoff und das war's nicht. Terran, ja, hier kann ich noch ein bisschen was abschalten. Das wollte ich gar nicht, denn ich wollte eigentlich unsere Aufzeichnung starten. So, der meckert mich ja schon voll. Hey, GPS und so machen wir auf jeden Fall jetzt an. Das startet jetzt einfach so durch. Wir haben keine Zeit. So, der ist ein bisschen hell, ich mache den ein bisschen dunkler. Unser Flightpad, den mit Steuerung und Maustaste kann ich den quasi an ein extra Fenster starten, damit ich ihn immer Sichtweise habe und auch groß ziehen kann. Hier drücke ich einfach bloß hier drauf. So, Finger getappt. Ich update das von SIM-Brief, damit er weiß, wohin und was. Und weiß Bescheid. Hier könnte man das Wetter anschauen. Ja, Wetter, ne? In Hamburg. Wir haben ein bisschen Wind, 13 Knoten. Wir haben, ja, 6 Grad.
Range ist auf 14. Das ist nah dran zu dem, was wir hier schon haben als Standardwert. Finde ich gut. Ja, dann lassen wir noch schon mal Sprit auftanken, Passagiere und Cargo reinladen. Einfach alles. Alles mit gleicher Zeit. Einfach rein. Es geht ganz schnell. Fast. Dir doch bloß die Augen, Junge. Mach's dir doch mal bequemer. Das nervt mich ein bisschen. So. Ja, ich mache ja schon die Uhrzeit mit an. Wie lange man so braucht. Dann stelle ich das Cone Edge schon mal ein bisschen ein. Das war auf 14. Das hier unten auch. Nein, nicht Standard 14. Das ist ein bisschen tricky hier unten. Ich hole mir das Radar. Stelle mir das auf Plan. Mit den ganzen Restriktionen und ja, und dann kommt der Flieger dran mit Update. Jetzt initialisieren, holen wir die Daten. In der Zwischenzeit mit dem zweiten Monitor schon mal wieder das OFB auf dem Schirm, damit ich das sehen kann, was ich da eingebe. Datum stimmt. Uhrzeit stimmt vielleicht und alles andere auch, also hier Bestimmungsort und alternativ, es ist Düsseldorf, das passt. So, dann gehen wir jetzt in die Initialisierung rein. Keine Ahnung, ob das in wirklich Flieger auch so ist, dass man hier unten noch mal extra was machen muss und die Winde eingeben kann und so weiter. Da habe ich manchmal Probleme. Also ich glaube, irgendwo auch mal ein Quatsch, ein YouTube-Video gesehen zu haben. Wo das richtig schön zu sehen ist, wie der das programmiert. Ja, aber das habe ich dann natürlich nicht im Kopf. Und wahrscheinlich ist es dann auch von Software zu Software doch ein bisschen unterschiedlich. Eine A320 ist nicht die A320. Der hat so viele Abstufungen noch. Und Konfigurationen. So. Ein bisschen Wind rein. Gut. Dann geht es in den Flugplan rein. Und da öffne ich natürlich wieder meine Charts. Und sehe dann, welche Runway wohin. Und kann es das mal damit erstmal festlegen. Ist für mich jetzt einfacher. Da steht doch alles dran, was ich brauche. Diesmal auch wirklich up to date. Ich habe darauf geachtet, dass der Flieger auch wirklich updated ist. Ich glaube, ich bin gestört vom letzten Mal. So, da schon weg. Ja, da müssen wir uns definitiv was anpassen. Das wird sonst nicht funktionieren. Hier wollen Runway 27 landen. Ich mag nicht unbedingt jetzt ISS-Anflug machen. Das mache ich aber nächsten Mal. Versuche ich mal wieder zu landen. Ich habe das so lange nicht mehr gemacht. Aber ich glaube, sogar noch schwer ist es jetzt auch nicht. Du drückst da ein paar Knöpfe und wartest und checkst dann auch, wie der Flieger stückweise immer weiter runter geht. Ja. Richtig scheiße bei raus. Kann ich Novia mal? Geht es denn direkt rein? Dann lass es doch den einfach weg und gucken, dass man wie das aussieht. So. Reflexion sieht man hier. Jetzt kann ich es natürlich mit meinen. Das sieht ja alles gar nicht. Tut mir leid. Ich kann es hier kurz rüberholen oder habe ich auch schon geschaut. Ich gucke nur auf die Routings rein. Hier lang geht, ob das passt mit den Airways, mit den ganzen Kram. Das ist die ersten, sind jetzt erstmal so uninteressant. Das ist der normale Abflug, der ist festgelegt vom Flughafen zu Flughafen. Und dann geht es weiter in genau da. Aha, okay. Man muss sich wirklich vorstellen, ich steige in Autobahn ein. Fahren ein Stück, habe mehrere Ausfahrten links und rechts, oder eigentlich nur rechts,
und dran fahre ich von vorbei, bis ich eine richtige Ausfahrt habe. Und ja, dann geht's von dort aus dann weiter ins nächste. Oder ich fahre direkt über das Feld. Das ist dann direkt Flug. Macht mir ja normalerweise nicht. Ja, und deswegen ist das hier so Olgier. Ja, hier, da kommen wir raus und geht dann da rein. Dann haben wir hier ein Disco drinne. Discontinuo. Das sind so viel dann noch. Hier kommt eigentlich was Manuelles dazu. Das kann ich hier bewusst ignorieren. Das wäre dann quasi so ein bisschen der Direktflug jetzt hier hin, damit wir uns dann noch die ganze Schleife links und rechts alles sparen können. Das war das mit dem Via gewesen. Das war die Route. Und der jetzt so krampfhaft versucht, jetzt irgendwie was hinzuzaubern, hätte auch funktioniert. Sonst hätte es mir auch nicht angezeigt. Aber man hat gesehen, was es wird. Ja, da fliegst du da drüber und machst eine Schleife und fliegst da rüber. Nur um dann wirklich das irgendwo weg zu machen. Ja, nee, machen wir nicht. Wir machen das so hier, das sieht gut aus. Hier sind zwei, wieder rund auf 2000. Hier muss man sehr wahrscheinlich relativ weit oben runtergehen. Aber das können wir direkt machen. Ab hier, unterhalb von Flight Level 260. Da geht es schon ein bisschen runter. Okay, gut. Das sollte es erstmal hier gewesen sein. Gehen wir wegnehmen. So, die Frequenzen und Co. Das kann ich auch mal kurz zeigen. Wenn ich dann irgendwann mal fertig bin mit dem ganzen Quatsch, schaue ich mir dann an. Das ist der Airport hier. Das ist schön, das Programm hat das seit irgendeinem Update. Packt er dann nachher schon mal die ganzen Charts hier unten rein. Normalerweise die auch selber alle raussuchen müssen. Vorher. Das muss es nicht mehr machen. Sondern die Flieger, die fliegen mal ab. A1, wahrscheinlich sind wir hier irgendwo. Ich kann aber natürlich clevererweise hier eine Map setzen, falls es unterstützt. Ja, nee, ich eigentlich sollte es unterstützen. Ach ne, Goldnut Connector Simulator. Simlink. Ach du meine Güte. Okay, gut. Ich meine, ich muss es nicht unbedingt machen. Ich kann es natürlich auch hier rangehen. Aber schön wäre es, wenn ich Simlink jetzt noch aktivieren könnte. Ja, aber das machen wir jetzt erstmal ohne. Wichtig ist, dass wir jetzt hier irgendwo sind, hier irgendwo herkommen. Den hier, da muss ich mal mein Auge aufwerfen. Und dann geht es hier auch raus. Dann ist das nächste, was wir machen, wahrscheinlich der hier. Ne, hier. Hier lang. Und gehen wir rüber. Das ist der nächste. Ja, es gibt natürlich auch irgendwelche Requirements, die wir machen müssen. Zum Beispiel Alttransponder, die müssen 5000 einstellen. Und ja, Höhe und alles, was. Ja, was Frequenzen man einstellen muss und so weiter. Das steht alles hier auf diesen Charts. Das ist dann für die Landung, wenn wir dann soweit in Amsterdam in der Nähe sind, gibt es dementsprechend nochmal in der Nähe dann diese Flugrouten. Wie gesagt, sind einzelne Charts, die werden die natürlich nicht für jeden einzelnen Punkt und Strecke und sonst was wird es sowas geben, aber alles so in der Nähe von Flughäfen wird das wahrscheinlich dann nachher dementsprechend näher gebracht und dann gibt es auch hier wieder tonnenweise Informationen und dann haben wir die Landung direkt. Man sieht, wird erschlagen von Informationen. Ja, zum Beispiel, was passiert, wenn ich dann wenn ich das verpasse, nicht landen kann, was muss ich machen und so weiter. Die verschiedenen Höhen werden dann hier unten damit abgebildet. Die Frequenzen finde ich übrigens auch hier. Hier werde ich landen. Na, hier ist die Landebahn. Und hier gehe ich dann halt runter. Hier steht es auch Nummer 27, das ist dann nach dementsprechend genau um 266 Grad. Ja, das ist roundabout immer so die Gradzahl angepasst. 270. Irgendwann mal ändert sich das dann. Dann wird die Landebahn etwas anders nummeriert, aber wegen kleinerer Schwankungen oder sowas machen sie das nicht.
Gradzahl ändert sich immer so ein bisschen. Das ist ja natürlich der Kompass. Nadel oder sowas von dem Magnetfeld und sowas der Erde abhängig, die ändert sich immer ein bisschen. Die ist nie wirklich gleich. So, dann das hier rein. Ich habe dann irgendwo auch die Frequenzen, die ich dann da die ersten schon einsetzen kann. Die habe ich dann auch, die sind hier drin. Hier, hier sind welche drin, die halt relativ in der Nähe sind. Hier und da hinten dann dementsprechend. Suche mir eine dann halt raus, die halt in der Nähe ist, falls die jetzt nicht direkt irgendwo am Flughafen selber einen haben, beziehungsweise die abgebildet sind. Ja, das ist ja nicht die einzige Chart, die hier ist. Gibt ja noch andere, zum Beispiel auch wenn ich einen ILS-Anflug mache, kriege ich dementsprechend natürlich auch die ILS-Frequenzen hier präsentiert und die kann ich dann angeben, sollte ich doch angeben. Ja, das mache ich dann auch dementsprechend. Ich würde sagen, der ist relativ nah, SPL. Und dann gebe ich die Rechnung dann noch mit ein. Das tippe ich jetzt einfach mal hier mit dran. SPL. Kriege dann mehrere präsentiert. Die sind doch hier in den nautischen Meilen, wie weit entfernt ist, kann man dann ungefähr abschätzen. Oh, das könnte der sein. Ich habe hier nochmal die Frequenzen. Und die 108,4 ist es. Achso, ne, vorne bitte. Und CAS ist nämlich dann einfach die Anflugwinkel. Und das passt. Brauchen tue ich es jetzt nicht wirklich jetzt bei dem Anflug, wenn ich ehrlich sein soll, weil ich dann über die ja, über die Wegpunkte das mache. Da habe ich hier meine Wegpunkte. Ich jetzt auf 2000 Anflug. Und dann sollte ich mich dann so langsam eineichen und dann geht das hier runter. Das ist die Höhe, die entsprechend hier hat. Und dann geht das hier runter und dann geht er ja zur Landung über. Das Ganze ist dann noch angenehm mit 3 Grad. Und hier kann man das so ein bisschen kontrollieren, wo man gerade ist. Andere haben noch wesentlich mehr Zwischenschritte und man kann ungefähr auch ein bisschen abschätzen, ob man da jetzt die richtige Höhe hat. Sollten natürlich ebenfalls auch den Druck dementsprechend haben. Ah, den Druck ziehe ich mir eigentlich immer aus dem hier raus. Frage mich, ob das nochmal richtig oder falsch ist. Ich lag da immer ziemlich richtig. Für C, das ist unsere Klasse. Dann hat man hier nochmal, ich habe schon mal vergessen, aber das ist auf jeden Fall die Baro, also die mit dem Barometer, barometrischen Druck. Wenn ich gleich auf der Seite bin, gehe ich dann dementsprechend auch schon mal hier in die Performance rein, tippe den rein. Kann man sicherlich dann später machen. Das sind die einzelnen Phasen, ja, des Fluges. Hier ist dann die Approach-Phase. Und dann habe ich natürlich am Ziel selber auch wieder also eine neue Luftdruckdichte oder Dichte des Luftdrucks am Bodennähe. Ab einer bestimmten Höhe, dann wird ein Standard gesetzt, der eigentlich immer gleich ist, damit man nicht alle 5 Minuten hier dann die Dichte ändert und quasi eine gemeinsame Sprache spricht. Und ab einer gewissen Höhe ist das ja eigentlich auch gar nicht mehr so super wichtig, dass es exakt ist, sondern dass man eher eine eigene Sprache, eine gemeinsame Sprache spricht mit den anderen Fluggesellschaften, Flugzeugen und Co. Und damit dann quasi eine Höhe festlegt. Und dann passt das Temperatur. Und da ist es der Baro. Beim ILS-Anflug geben wir noch eine andere Sache hinzu. Oder geben wir dann statt dem Baro noch eine andere Möglichkeit, das einzulegen. Ich habe es ehrlich gesagt schon mal vergessen, was das war. Wir machen das, wenn mein ILS-Anflug ist, dann gucken wir gemeinsam mal drauf. Und das wäre hier dieser Wert. 100 above, minimum. Dann kriege ich ja dementsprechend auch schon irgendwie eine Meldung, irgendwie was gesetzt wurde. Ja, Config 3. Also hier kann ich es dann auch irgendwie überschreiben. Dann auch Sachen. Also alles, was ich überschreiben kann, sieht dann hier sieht so groß, Buchstaben aus. Groß aus. Da spielt dieser Wert, die sind groß geschrieben, die sind etwas kleiner geschrieben. Ja. Das sind wie gesagt die einzelnen Phasen des Ganzen. Beispiel Take-off auf Flughafen, dann habe hier bestimmte Geschwindigkeiten. V1 ist
die, sag mal, die Abbruchgeschwindigkeit. Wenn ich die Geschwindigkeit überschreite, muss ich in die Luft gehen. Und falls ich unterschreite und irgendwas passiert, kann ich auf die Eisen gehen, kann ich bremsen und ich fliege nicht über die Landebahn hinaus. Dann ist die, ja, also wenn ich dann halt diese Geschwindigkeit erreicht habe und natürlich größer ist, dann kann ich abheben. Die V2 muss ich mir anlesen. Tut mir leid, da weiß ich auch nicht genau, was es überhaupt war. Ich habe es mal gewusst. Gucken wir noch rein. Climb. Hier sieht man, da hat man auch ein bisschen was Einstellmöglichkeiten. Dann, wenn man oben ist, gibt es dann auch wieder was, bisschen was anderes. Dann geht es wieder runter. Und dann, ja, zur Landung. Go around haben wir jetzt nicht. Das ist dann halt, wenn man in der Warteschleife ist. Dann ist es ja das. Aber wir gehen jetzt weiter. So, Passagiere müssten eigentlich fertig sein. Normalerweise bekommt man dann von der Fluggesellschaft dann ein Loadsheet und dann stehen halt schon Werte drinne. Ich mache es mir jetzt einfacher, weil ich müsste jetzt hier eben 3 Tage warten, bis der mir irgendwas gibt. Wobei ich habe jetzt mittlerweile auch eine ganze Menge Quatsch und Zeit verbrödelt, bis es dann halt gar nicht mehr so weit entfernt ist, dass die vorbeikommen um die Ecke. So, und ich tippe mir jetzt einfach die Werte rein, die mir jetzt gerade in den Sinn kommen. Und 0,4. Die lese ich mir quasi alle nur ab. Und zwar von dem Programm lese ich mir dann die Werte hier ab. Die gebe ich mir ein. Jo, immer so abgeschnitten. Und hier dann, klar, eingegeben. Das sind die Werte. Findet man auf dem Loadsheet, wo das dann dementsprechend auch irgendwo, naja, geschätzt wird. Weißt du, wie viele Passagiere da sind, wie viele Männer, wie viele Frauen, wie viele Kinder. Dementsprechend gibt es dann eine Gewichtsklasse, wie viele Koffer kommen mit rein, ebenfalls Roundabout, Gewichtsklasse, Sprit kommt mit rein und alles. Ja, dann kann ich hier die Berechnung machen. Hier mache ich natürlich bei weitem nicht die Berechnung. Ich tippe hier oben ein bisschen was ein, der macht gar nicht viel. Und wenn ich damit fertig bin, geht's dann ins nächste. Ich kann jetzt hier oben switchen oder hat hier mit dem hier Probleme, dann kommt er hier oben irgendwann entlang. Hier sieht man, zack, zack, also funktioniert hier vorne nicht. Dann habe ich hier das, was mir eigentlich auch, also jeder Pilot zugespielt bekommt, diese Werte. Das wird anhand der Werte hier irgendwie berechnet. Guckt dann nach, ob wie das Wetter draußen ist, ist es trocken oder nicht. Welche Runway das sein wird, hier starten die von der 33, wo das ist. Ja, ich kann hier mit einem Tastendruck gucken, dann nach, was sind die maximalen Gewichte. Also mit Sprit, alle drum und dran, dann hast du dementsprechend noch eine andere Balance. Das sind etwas andere Werte als das, was ich eingetippt habe. Das war jetzt ohne Sprit. Dann, wie ich hochkommen möchte. Es ist relativ warm draußen, also mache ich da jetzt auch kein Anti-Eis an. Das heißt, dann auch einfach wird ein bisschen Temperatur auf die Flügel und den Triebwerk gegeben, damit die nicht einfrieren. Flaps-Konfiguration, alles normal. Toga weiß ich noch nicht, ob die gestartet werden soll. Ich kann es aber festlegen, dass ich auf jeden Fall vollen Schub gebe. Das heißt dann nichts anderes. Ansonsten wird aus Sparmaßnahmen wird dann daran nicht die Triebwerke volle Pulle gegeben, halten die auch länger durch. Anti-Eis, das heißt, der ganze Packs sind dann auch die Klimaanlage. Die mache ich natürlich Frischluftanlage, um das Ideal immer anzuhaben. Heißt nicht, dass es drin jetzt Minusgrade sind, sondern einfach nur frisches Wetter. Ich kann hier nochmal das Wetter synchronisieren. Sieht man halt 6 Grad plus. Wind dann nachher 13 aus. Ja, aus westlicher Richtung ist das hier. So. Südwesten. So, nur mit den Werten sage ich einfach Calculate. Ja, von dem Runway selber finde ich hier unten auch nochmal die Länge, die Gradzahl, wie hoch der ist und so. Sondern finde ich das hier,
Batteriewerte, die sind recht entspannt. Die Flaps dann dementsprechend Flaps 2, also die Trümmung ist auf 0,1 gesetzt, ein bisschen in die andere Richtung, also nach unten hin, keine Ahnung, wie ich das erklären soll. Die Flex-Temperatur ist die Abstelltemperatur, es ist eine mehr oder minder fiktive Temperatur, die man hier vorgaukelt, damit er dann halt den Schub damit einstellt. Keine Ahnung, wie kompliziert das ist. Hat man sich wahrscheinlich irgendwo drauf geeinigt, gesagt danach, das machen wir lieber mal so. So, dann die Flaps-Stellung noch. 2. Und das gebe ich einfach so ein, wie es da steht. 0,2, 0,1. Ja. Ist einfach nur, dass man angenehm nach oben fliegen kann. Und die Flex-Temperatur sehr, sehr wichtig. Bei Toga ist sie natürlich unerheblich, braucht man die nicht. Weil dann gibt es eh volle Bulle. So, das war's schon. Wir haben es gemerkt, Altitude vor 5000. Die drehe ich hier dann schon mal ein. Drehe das jetzt zurück. Starte die APU, da wir selber Strom haben. Hier nicht, ruhig aus. Ich mache den noch ein bisschen dunkler. Kann hier auch schon mal links und rechts danach die Radiofrequenzen einschalten, dass man da was sieht. So, die ganze Sache geht noch in die Luft. In der Zwischenzeit lasse ich mal hier die Passagiere noch einsteigen. Habe ich völlig vergessen. Es sind auch nur 50 Stück, also das wird jetzt relativ schnell gehen. Weil ich das gehört habe, macht man das ja auch, nachdem man den ganzen Sprit eingetankt ist, aus Sicherheitsgründen. Das dauert auch ein Weilchen, bis der dann startet. Zwischenzeit kann ich dann auch selber noch mal ein bisschen checken, ob das jetzt auch alles richtig ist, was ich mache und jetzt nicht irgendetwas vergessen habe. Das passierte so gerne. Das ist auch der Grund, dass es selbst Checklisten gibt, die man ja natürlich nicht auswendig lernen sollte. Ja. Ich brauche auf jeden Fall die Fluginformationen, also nur vom Hafen. Ich muss mich dann auch jetzt hier irgendwie ein bisschen orientieren, wo stehe ich, wo muss ich hin. Es steht hier ein bisschen was draußen dran. Aber ich kenne mich in dem Flughafen überhaupt nicht aus. Ich bin froh, dass ich nicht in Frankfurt oder irgendwo starte. So, dann machen wir hier noch die Bleeding, also den Druck dran, damit er dann halt auch ja, genug Treibstoff bekommt, wenn es sein muss. Den Treibstoff, die Kanäle habe ich noch ausgestellt, die mache ich dann immer kurz vor dem Ganzen an. So, jetzt sind wir hier soweit fertig. Jetzt lege ich das wieder hier rüber und gehe ins Ground Service. Und dann wird alles erstmal abgestellt, was ich brauche. Achso, in der Zwischenzeit kann ich natürlich sagen. Guten Tag, meine Damen und Herren, im Namen der Lufthansa der Starlines und ihrer heutigen Besatzung möchte ich Sie recht herzlich an Bord willkommen heißen. Wir werden in wenigen Augenblicken startbereit sein und möchten Sie nun bitten, die Sicherheitsgurte zu schließen und festzuziehen. Zu diesem Zeitpunkt möchten wir Sie noch daran erinnern, alle elektronischen Geräte nun in den Flugmodus zu schalten. Bitte beachten Sie dabei auch, dass sämtliche Sendefunktionen ausgeschaltet sein müssen. Lediglich die Bluetooth-Funktion darf hier an Bord benutzt werden. Des Weiteren möchten wir Sie auch bitten, Ihr Handgepäck nun sicher zu verstauen. Achten Sie bitte darauf, dass das Handgepäck dabei keinen Gang oder Notausgang blockieren kann. Zum Start möchten wir Sie jetzt dann noch bitten, die Rückenlehnen Ihrer Sitze senkrecht zu stellen, die Tische zurückzuklappen sowie die Sonnenblenden wieder zu öffnen. Wir wünschen Ihnen hier bei uns an Bord noch einen recht angenehmen Aufenthalt und genießen Sie den Flug bei uns. Vielen Dank. Ladies and gentlemen, on behalf of Lufthansa German Airlines and your on-duty crew today, I would like to welcome you on board. We'll be ready for takeoff shortly, and we kindly ask you to fasten your seatbelts now. Please make sure you pull them tight. At this time, we also would like to remind you to switch all electronic devices into flight mode now. Please make sure that any transmission functions are completely deactivated.
Further, please make sure that your hand baggage is now stowed safely away. Please make sure that it does not block any aisles or emergency exits. And for takeoff, we ask you to adjust the backrest of your seats in the upright position again, fold up your tray tables, and open the sunshades, please. We would like to wish you a pleasant stay on board. So, ja. Reden natürlich eine ganze Menge vorweg. Ich habe jetzt die Lichter angemacht, dementsprechend auch gezeigt. Danach jetzt nervt sich ja keiner mit dem Flieger. Und die Pumps dann ausgemacht, damit Kraftstoff schon mal an den, ja, an den Triebwerken vorliegt. Und ja, dann können wir starten. Die GPU ist ausgemacht, also die Ground Power hier disconnected. Das habe ich dann auch hier mit dem Hebel auch gezeigt. Das macht man draußen auch aus. Schocks raus. Und jetzt machen wir den Pushback. Und dann behalte ich meine Klappe. Wahrscheinlich. Herzlich willkommen. Bienvenidos. Ni hao. Namaskar. Benvenuti. Yokoso. Ahlan wa marhaban bikum. Bienvenue. Welcome. Meine Damen und Herren, im Namen Ihrer heutigen Lufthansa-Crew möchten wir Sie bitten, sich mit den Sicherheitsvorkehrungen an Bord dieser Maschine vertraut zu machen. Ladies and Gentlemen, on behalf of your Lufthansa crew on duty today, we would like to show you the safety features on board. We would appreciate your attention. Bitte schenken Sie uns jetzt Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Wenn Sie etwas in die Fächer über den Sitzen verstauen, achten Sie darauf, dass es nicht herausfallen kann. Bitte vergewissern Sie sich, dass schweres Handgepäck sicher unter dem Vordersitz verstaut ist. Wir bitten Sie jetzt, Ihren Sicherheitsgurt zu schließen und festzuziehen. Um sich wieder loszuschnallen, brauchen Sie den Verschluss des Gurtes nur anzuheben. Da unerwartete Turbulenzen auftreten können, sind Sie verpflichtet, sich anzuschnallen, sobald Sie Ihren Sitzplatz eingenommen haben. Dies dient Ihrer eigenen Sicherheit. Dieses Flugzeug hat 12 Notausgänge. Leuchtstreifen im Boden markieren den Weg zu den Notausgängen. Sie sind mit dem Wort Exit gekennzeichnet. Diese Ausgänge haben aufblasbare Rutschen, über die Sie das Flugzeug im Notfall verlassen können. Sollte der Druck in der Kabine sinken, fallen automatisch Sauerstoffmasken aus der Kabinendecke. Ziehen Sie die Maske ganz zu sich herunter, um den Sauerstofffluss zu starten. Drücken Sie sie dann auf Mund und Nase und streifen Sie das elastische Band über Ihren Kopf. Danach helfen Sie Kindern und Personen, die Hilfe benötigen. Zu jedem Sitz gehört eine Schwimmweste. In der First Class finden Sie Ihre Schwimmweste unter der Armlehne. In der Business Class ist sie ebenfalls unter der Armlehne verstaut. In der Economy Class befindet sich Ihre Schwimmweste unter dem Sitz. Auf Anweisung der Crew ziehen Sie Ihre Weste über den Kopf. Befestigen Sie die Gurte vorn. Ziehen Sie dann die Gurte fest. Unmittelbar bevor Sie das Flugzeug verlassen, ziehen Sie an den roten Griffen, um die Weste aufzublasen. Falls erforderlich, benutzen Sie die roten Mundschläuche. Die Signallampe leuchtet im Wasser auf, wenn Sie diese Lasche herausziehen. Dieser Flug ist ein Nichtraucherflug. Das Rauchen ist während des gesamten Aufenthalts an Bord nicht erlaubt. Mobiltelefone müssen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ab dem Verlassen der Parkposition ausgeschaltet werden. Die Benutzung von Funkgeräten und ferngesteuertem Spielzeug ist während des gesamten Aufenthaltes an Bord verboten. Schalten Sie jetzt bitte alle elektronischen Geräte aus. Nehmen Sie sie erst wieder in Betrieb, wenn die Anschnallzeichen ausgeschaltet worden sind. Welche Geräte Sie dann benutzen dürfen, entnehmen Sie bitte den Informationen im Lufthansa-Magazin. Lesen Sie bitte zusätzlich die allgemeinen Hinweise auf der Sicherheitsfunktion, die Sie im Bereich Ihres Sitzes finden. So. Für weitere Informationen steht Ihnen ebenfalls das Lufthansa-Magazin zur Verfügung. Ah, so, jetzt. Auch Ihr Flugbegleiter gibt Ihnen gerne Auskunft. Wir sind jetzt startbereit. Verstauen Sie bitte die Tische und die Monitore sicher in der vorgesehenen Halterung. Und stellen Sie Ihre Rückenlehnen senkrecht. If
you stow any luggage in the overhead compartment, please ensure that it cannot fall out. Heavier items of hand baggage should be placed under the seat in front of you. Ganz professionell drum rumdrehen. Ich bin da schön auf falsch rum. Please fasten your seatbelt and check that your belt is tight. To unfasten your seatbelt, simply pull up the flap. As turbulence can occur unexpectedly at any time, you're required to fasten your seatbelts as soon as you've taken your seat. This is in the interests of your own safety. This aircraft has 12 emergency exits. Illuminated strips on the floor of the aircraft will guide you to these exits, which are marked clearly with the word exit. These exits are equipped with evacuation slides, which you can use to leave the aircraft in an emergency. In the unlikely event of a loss in cabin pressure, oxygen masks will automatically drop from the panel above you. Pull the mask down fully to start the flow of oxygen. Cover your mouth and nose with the mask and secure it by pulling the elastic strap over your head. Then help any children and fellow passengers who require assistance. There is a life vest at every seat. In first class, you will find your life vest under the armrest. In business class, it is also stored under the armrest. In economy class, your life vest is located under the seat. If instructed to do so by the crew, pull your life vest over your head. Close the vest at the front and pull the straps tight. Only inflate the vest just before leaving the aircraft by pulling the red tabs. If necessary, you can top up the air through the red tubes. Each vest has a lamp which lights up in the water when you pull out this tab. This flight is a no-smoking flight. Smoking is strictly prohibited at all times while on board this aircraft. In accordance with legal requirements, mobile phones must be switched off once we leave our parking position. The use of transmission equipment and remote-controlled toys is forbidden for the entire time you are on board. Please switch off all electronic devices now. You may switch it on again only when the fasten seatbelt signs have been turned off. For information on which electronic devices are allowed, please check the Lufthansa magazine. In addition, we ask that you please read the safety instructions, which you will find at your seat. For further information, please consult the Lufthansa magazine. Your cabin attendants will also be happy to assist you. We're now ready for takeoff. So please ensure that your table and the monitor is stowed and secured correctly. And make sure that your seat back is in an upright position. Ja, uns hat da die schöne Lufthansa Announcement und Welcome Message erzählt hat, habe ich jetzt den Flieger weit vorbereitet. Habe die richtige Landebahn gefunden, habe mich richtig reingedreht, habe die Lichter dann entsprechend schon angemacht und gehe jetzt nochmal die Lichter für den Start rein. Der ist hoch, den habe ich vergessen anzumachen. Automatik, aber der geht eher aus der Luft an. Ist unten auf dem Boden, glaube ich auch. So, dann habe ich ihn konfiguriert. Hier ist dann auch nochmal so Predicted Windshift, das wäre dann jetzt, dass er versucht irgendwie ein bisschen was auszugleichen, falls hier irgendwie Scherwinde kommen. TCAS angemacht, das ist die Flugüberwachung, die geht ab einem bestimmten Kilometer hoch. Die Konfiguration gehört auch dazu, dass man die Bremse auf Maximum setzt. Das heißt, wenn der Hebel hier volles Programm wieder zurückgestoßen wird, bremst er wie Hund. Die Bremsen sind definitiv dann am Arsch danach. Aber man steht. Wie gesagt, bis zur V1 kann ich das machen. Dann, dann war es das. Dann hat dementsprechend noch die Flaps eingestellt, Sets eingestellt auf Automatik und das richtig eingetrimmt. Und damit können wir jetzt losstarten. Endlich! Ich glaube, es ist eine halbe Stunde vorbei, ja, hier. Wir ziehen jetzt rein. Ich mache volle Bude rein. Ich halte die Bremsen noch fest. Da
Der erste dauert ein bisschen, bis er dann die Geschwindigkeit hat. Lass ihn los und gehe dann jetzt auf Flex. Wenn ich es finde. Ja, jetzt. Es ist gar nicht mehr so einfach, das hier blind zu machen. Das steht dann hier auf Flex. Dann da. Ich konzentriere mich jetzt mal auf den Flug. 100 Nuts. Und ich will vernünftig hochkommen. Ja. Ich habe leichte Winde und dann geht's hoch. Fest. So, dann macht er das denn nachher, nimmt den Trust und ich fliege den Rest jetzt hier noch ein bisschen. Wir sind doch fast auf 3000. Dann schalte den jetzt hier ein. Autopilot ein. So, die erste Sache ich schon mir den Shorts, gehe ich vom Flughafen raus in den anderen, damit ich dann sehe, wo wir haben. Wie Maximum sehe ich jetzt auch hier. Die sind ja diese tollen Zahlen. Überall, weil wo fliegen muss. Hier muss ich über 5000 sein. Ah, Moment. Den setze ich rein. Hochgehen. Ja, am Anfang hat man recht viel zu tun. Muss viel gucken. Fliegen kann man in erster Linie jetzt mit diesen drei Bildschirmen. Wenn du den noch dazu. So. Der hat er erreicht. Die 5000 haben wir erreicht. Wir müssen dann auf plus 5000 müssen wir hier haben. Das bedeutet, ich kann dann auch schon die richtige Höhe einstellen. Jetzt gucke ich hier noch mal rein, weil ich die natürlich vergessen habe, wie hoch das sein muss. Und dann steht es hier 320. Und wir haben bestes Wetter draußen. So, ich kann dann noch irgendwie die Restriktion da schon rausnehmen. Edge legen wir jetzt auf Standard. Das ist hier auch ein bisschen knetschig mit Maus und Tastatur. Jetzt ein bisschen rausgehen. Wir können jetzt über 5000, wie es hier festgelegt ist. Immer rein. Ich denke mal, jeder Pilot würde jetzt das hier ein bisschen umschiffen. Aber das sieht unglaublich genial aus. Immer wieder volles Rohr begeistert, was hier die Engine hinkriegt. So, den kann ich hier ausschalten. So, dann habe ich den soweit fertig. Und gucke ihn jetzt nur an, dass er Stück für Stück die Höhe erreicht, wo wir dann sein werden und so. Das kommen wir dann auch rein. Dann kann ich jetzt die Shorts quasi jetzt wieder mal verstecken. Die brauche ich jetzt nicht. Und öffne dann halt wieder mein Sim Toolkit Pro. Weil das einfach sehr viel schöner angezeigt wird. Auch mit Live-Wetterdaten übrigens auch. Der Kapitän hat die Anschnallzeichen nun ausgeschaltet, das heißt, Sie können sich in der Kabine frei bewegen.
Wir möchten Sie dennoch daran erinnern, dass Sie dazu verpflichtet sind, die Sicherheitsgurte geschlossen zu halten, sobald Sie sich an Ihrem Sitzplatz befinden, da jederzeit unerwartete Turbulenzen auftreten können. Das dient Ihrer eigenen Sicherheit. Vielen Dank. Ladies and gentlemen, the captain has turned off the fasten seatbelt signs now. You may release them and move around the cabin. We would like to inform you that it is mandatory to keep your seatbelt fastened while seated due to unexpected turbulences. This is for your own safety. Thank you. Was ich ja schon mitgekriegt habe, ja, man vergisst so einiges, ja. Also stellt mal vor danach, ich hätte jetzt noch den Funk jetzt noch dazu. Ja, musst du das ja einschalten. Hier spricht hier Kapitän. Wir haben mittlerweile unsere Reisefunkhöhe erreicht und erwarten auch eine pünktliche Ankunft an unserem Zielort. Lehnen Sie sich jetzt zurück, entspannen ein bisschen und genießen Sie den Flug sowie den Service unserer charmanten Kabinencrew. Vielen Dank. Ladies and gentlemen, the captain from the flight deck. Meanwhile, we have reached our cruising altitude and expect an on-time arrival. So now lean back, relax and enjoy the flight and the service of our charming. Also das wird ziemlich sportlich sein, dann nachher hier dann auch die richtige Höhe zu kriegen schon. 320. Glaube ich ja fast gar nicht. Aber naja, mal gucken. Ja, es gibt natürlich ein bisschen Höhe, wo ich dann wieder runtergehen muss. Zum Beispiel hier. Flight Level 260. Dann muss ich drunter sein. Ich mache das immer so, dass ich auch sage, okay, in der Fall habe ich es dann auch dementsprechend auch. Ja. Er ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, ich würde sagen, fast schon 260 einzutreten oder maximal 300 einzutreten, weil ich meine, ich brauche nicht viel. Das sind 60, also 6000 Fuß Unterschied. Das kann man locker mal 2 nehmen durch 100, dann hat man die ungefähr die Länge raus, die man braucht. Von Meilen, nautischen Meilen, bis man da mit einem gewissen Gradzahl gesunken ist. Man kann es dann ungefähr so ein bisschen herausrechnen. Hier macht es aber auch noch ein bisschen das Ganze einfacher. Das zeige ich nachher. Wenn es wieder runter geht, wandert hier auch dementsprechend ein Strich mit. Und ich kann in etwa, ich kann sehen, wo er dann die eingestellte Höhe dann erreicht haben wird. Das ist nicht nur in etwa, was ich jetzt hier mit Kopf zusammenrechne, sondern tatsächlich die exakte Höhe. Aber wenn man den Kopf schon etwa roundabout weiß, wann man da sich einstellen muss, wieder zu sinken, ist das nicht schlecht. Man hat ja dementsprechend ja auch die Längen, ja, 80 und 120 nautische Meilen. Und wenn ich weiß, okay, das sind jetzt bei 320 und 260 sind 60 Unterschied. Das sind 120 sind etwa 12 nautische Meilen brauche ich. Aber rechnet das mal 2 und dann durch 10 komme ich dann auf 12. Ungefähr 120. Weiß nicht, wie das ist. Ich rechne mir das irgendwie im Kopf raus und komme dann auf 12. Und 12 stimmt. Das ist nicht viel. Ich brauche quasi 12 nautische Meilen, um dann halt von 320 auf 260 abzubauen. Wahrscheinlich hier auch einfach die noch mal kürzen. 26 nehmen. 6. So. Weil dann komme ich ja eher hin. Das ist ja 10 durch 10 6. Das ist einfach, ne? Einfach durch 10 rechnen, komme ich auf 26. Das andere sind dann 32. Die Differenz davon sind 6. Und 6 mal 2 sind 12 und dann hast du 12. Leute schon mal. Wahrscheinlich weniger verwirrend dann. Gut, aber wir starten die Fliegen hier hoch. Ich kann immer ich nebenbei auf zweiten Monitor habe ich dann noch die Map am Laufen, sehe hier beim Flieger und die ganzen Wegpunkte. Ich sehe hier so ein bisschen Wetter und das war's. Aber das ist mehr so, läuft by the way.
ist jetzt ja nice to have. Das ist einfach irgendwas so ein zweiter Monitor mitläuft. Ich brauch's denn da hier dann nicht mehr. Später brauche ich dann wieder die Charts am Flughafen und so. Hier musste ich mich jetzt hier auch erstmal durch die ganzen Beschilderungen durchwinken, eigentlich bloß durch eine. Habe mir dann nebenbei die Flughafenkarte angeschaut, wo ich sein könnte und relativ festgestellt, okay, ich stehe genau in der falschen Richtung. Ich hatte nur zwei zur Auswahl. Ob ich jetzt nach links rumdrehe oder nach rechts rumdrehe. Ich habe jetzt nach links gedreht und das war falsch. Ja, das ist kein Problem. Gut. Ja, ansonsten sind wir jetzt insgesamt jetzt schon eine Dreiviertelstunde. Das heißt, das Video läuft mindestens schon so lange. Tut mir jetzt schon leid, dass das wieder so lange dauert. Aber man sieht, was für eine Vorbereitung, was das dauert. Gut, wenn ich jetzt weniger mit Erklärungen beschäftigt wäre, hätte ich auf die Vorbereitung vielleicht jetzt eine Viertelstunde gebraucht. Ja. Würde jetzt nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen, wie es ja normalerweise ist. Ich kann mir gut vorstellen, normalerweise dauert es eine Dreiviertelstunde, eine Stunde. Für jemanden, der nach dem Wert nichts anfangen kann. Es gibt auch die ganze noch mal eine Meteranzahl. Ja. Aber das ist ja einfach durch drei hin. Da kommst du in etwa auch dahin. Ja. Sonst zeigt mir dann die ganzen Sachen schon das Wichtigste an. Große Flieger fliegt man immer mit Instrumenten. Und nach draußen schauen ist wohl hübsch. Aber das hier zeigt eigentlich wirklich dann die richtige Welt an. Und dann noch zum Beispiel auch die Ground Speed. Das bedeutet der Speed dann auf der Erde, wenn wir drüber gehen, ist natürlich ein anderer als hier, wo ich dann hier mit 300 Knoten fliege, ist hier unten natürlich deutlich mehr schon. Ja, also fast ein 100er mehr oder 90 mehr. Abhängig natürlich, was für einen Boden ich habe. Ich habe die gleiche Geschwindigkeit, trotzdem sinkt die jetzt hier unten. Und wahrscheinlich dann nachher durch eine andere Höhenangabe. Ich weiß nicht, ob der Rönt schon hier oben noch geht. Ja. Ja, hier ist ein bisschen dichter, wie man sieht. Dadurch sinkt die jetzt. Das müsste dann auch bald danach wieder besser werden. Das ist Gewässer hier, was blau ist. Ja, trotz allem, dass ich steige. Es hat natürlich auch sehr viel mit Luftdruck dazu tun. Ich mache die wieder aus, es verwirrt nur. Es hat auch sehr viel mit Luftdruck zu tun. Je höher ich steige, umso weniger Luftdruck ich habe. Umso einfacher ist es dann zu fliegen. Ja, in die Reibung und so. Und dadurch hat es dann, ja, dadurch steigt dann die Geschwindigkeit hier oben. Wir können locker mal 900 bis 1000 Stundenkilometer betragen. Jetzt haben wir noch 390 gehabt, das ist ein bisschen weniger. Ich denke mal, das wird dann auch bald wieder steigen. So, ich komme nie im Leben, komme ich dann noch auf die 320, kann ich mir euch vorstellen. Obwohl, hier sollte ich drauf kommen. Ich bin kaum oben, kann ich schon wieder den Sinkflug einleiten. Ja, nach draußen würde ich euch was zeigen, aber man sieht einfach nichts. Das ist alles nur Wolken. Ja, hier ist der Loadsheet übrigens, ich ignoriere es einfach. Es war nett gemacht jetzt vom Flieger, aber ich warte jetzt nicht eine Dreiviertelstunde am Boden, bis da irgendwas kommt. Auch wenn es jetzt der Wahrheit entsprechen würde, bis die Passagiere überhaupt eingeladen werden. Das ist nach dem Tanken. Das ist irgendwann. Während wir hier einsteigen, gehen auch die Koffer mit rein. Dann ist Flieger beladen. Da ist der Loadsheet schon längst fertig. Da, wie gesagt, da steht alles drin. Jeder Mann, also jeder erwachsene Mensch wird mit 80 Kilo bemessen. Kinder dementsprechend etwas weniger. Und so weiter. Also man bildet jetzt nicht wirklich einen absoluten Realwert, aber man schätzt ungefähr einen Realwert. Und stellt es dann, wenn es dann der Flieger wirklich dann beladen ist, nochmal um. Berechnet nochmal das, für was man dann Kraftstoff da hat. Vielleicht muss man nochmal nachtanken. Keine Ahnung, ist auch abhängig vom Wetter und natürlich vom Flughafen schon irgendwo Erfahrungswerte, wo man weiß, okay, der ist mal sehr gut frequentiert und da ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man da oben erstmal in eine Warteposition gesetzt wird. So. Ja,
nähern uns denen an. Die sind noch bald auf 320, das berechnet ja gut. Dann ist man quasi dann irgendwo Großmesser. Und jetzt momentan im Climb, also ich steige noch. Modus. Jetzt ziehen wir hier ein bisschen um, damit ich dann hier die Punkte nicht verpasse. Wie gesagt, das waren jetzt 12, das reicht, wenn ich hier ist, irgendwie eindrehe. Das sind 20. So. Hier hat man das Ganze nochmal in Mach. Seit Unterschallgeschwindigkeit, also 3/4 der Schallgeschwindigkeit, fliegen wir. Hier oben. Mach. Halt, das sind die Modis, die werden jetzt eingestellt. Liegen rein. Hier für den Flughafen hat man schon das Baro eingestellt, das ich vorhin hatte, für den Zielflughafen. Und geht jetzt in den normalen Flug über. Cruisen sozusagen. Damit schaltet man natürlich auch diese Modis hier um. Hat mir schon gesagt, hey, stell doch schon mal für die Destination schon mal ein paar Daten ein. Können wir definitiv auch gleich machen, wir brauchen nicht allzu lange. Bevor dann das hier der Punkt runtergeht, stellen wir dann dementsprechend das Ganze noch ein, damit wir später da keine Schwierigkeiten bekommen. Hier hat mir jetzt oben sowieso nicht viel zu tun, ich zumindest nicht. Ja, ich bin jetzt kein Pilot, ich habe jetzt auch keinen Funkverkehr an, ich muss natürlich andere Flieger keine Gedanken machen, ja, seltener. Ja, ich suche mir jetzt nicht die nächsten Ausweichflughäfen an, bei der kurzen Flug wahrscheinlich sowieso nicht wirklich drin. Das ist ja quasi ein Inlandsflug. Wind kommt nur dran. Hier ist der nächste, wo der Flughafen, die Landebahn ist vom Zielflughafen. Hier kommt Gegenverkehr. Der ist nochmal 19 Fuß oben. Der ist da hinten irgendwo. Da. Sieht man ja auch ziemlich gut mit dem Kondensstreifen. Jetzt kommt noch einer da, den ich jetzt hier nicht sehe. Der taucht wahrscheinlich dann auch demnächst dann noch hier auf. Es sei denn, der fliegt schneller als ich weg. Also es hat ja natürlich auch eine Radius. Das zeigt mir nicht hier hinten den Flieger an, sondern noch relativ nah. Im ersten. Gut, dann kann ich ja dann das andere schon einstellen. Deswegen habe ich den hier noch offen. Und gucken wir das Meter in Zielflughafen an. Wichtig für mich die Geschwindigkeit vom Wind, die Temperatur und der Luftdruck. Ich muss sagen, denn mir sagt nicht viel, was das noch alles ist. Die Zeit, denke ich mal, in erster Linie wird hier sein. Scheduled, also die Wolken. Und was zu erwarten ist. Aber kriege ich jetzt nicht alles hin. Ja. Muss ich jetzt auch nicht. Für mich ganz wichtig. Auch die Sichtweite ist grenzenlos. Hier oben zumindest. Ja. Temperatur. Das lege ich mir jetzt hier auf der anderen Seite und. Ja. Das war der Tisch. Der hat sich den Tisch ausgeklappt. Da könnte ich die Approach-Phase schon einleiten. Das würde hier oben keinen Sinn machen. Dann gehe ich mal in die nächste Phase. Da geht es runter und hier sind wir in die Approach-Phase. Das Goon Edge. Das ist so ziemlich das gleiche, was wir hier haben. Nur mal eine. Das ist ein Pünktchen nach oben hier. Oder zwei, drei Pünktchen. Temperatur, Zähne. Mit leichten Schwankungen. Und das hier stimmt ja eigentlich meistens auch so ungefähr miteinander. Ich brauchte man den ja nie wirklich auf 100% zu setzen. Ändert sich sowieso minütlich. Aber das wird mit Temperatur jetzt nicht so schnell passieren. So, das war's schon. Kann da jetzt den Flug genießen. Flieger hin. Der erste, den zweiten müsste ich jetzt aber auch schon sehen.
schon klasse gemacht. Auf jeden Fall. Ja, das ist Zeit weg. Ja, das Tool ist schon cool. Dass das mit dann mit reinbringt und zeigt mir das dann dementsprechend noch jemand an. So, die ganze 20er Marke. Dann kann ich den hier quasi schon ein bisschen drauf vorbereiten. Auf 260. Das drehe ich ja schon mal rein. Das heißt aber nur, ich habe es eingedreht. Drückt auch keinen Knopf, nix. Da hält dann dementsprechend das Ganze noch. Bereitet es quasi so vor. Und jetzt drehe ich ein bisschen an die Knöpfchen rum. Minus. Und da sieht man hier, wie der Punkt entlang geht. Und den setze ich dann auch relativ nah ran, welchen haben möchte. Wir sind schon bei Grad von minus 17 Fuß pro 100 Nautischen Meilen oder weniger? Nee, mit Sicherheit nicht. So, und dann geht er runter. Fuß pro gewisse Menge an Weg. Ja, und dann geht's runter. Schalte den noch ein bisschen aus, damit ich dann auch die Rest der Strecke schon mal sehe, was ich so planen kann. Und ich sehe dann noch, der Flughafen ist gar nicht mehr so weit entfernt. Das sind jetzt noch mal 80 Roundabout, ein bisschen mehr, 90 nautische Meilen. Von 260 dann auf 2000, wenn das hindert, das sind 2000 Anflug. Das sind 240, 24 mal 2, 48. Das heißt, roundabout 50 nautische Meilen brauche ich, um da die Geschwindigkeit abzubauen. Ich gehe Sturzflug nach unten, weil ich, Geschwindigkeit muss ich wohl auch noch abbauen. Wüsste ich jetzt nichts. Das macht der Flieger aber. Jetzt keine Restriktionen drin, dass ich das abbauen muss. Macht es auch trotzdem. Geht ein bisschen weiter runter. Auf 270 hier. Ich habe Ulge erreicht. Ja, und dann geht er ganz gemütlich runter. Ja, leider, ich habe wirklich das beste Wetter ever erwischt. Hier sieht man gar nichts. Ich kann euch wirklich nur so die Instrumente zeigen. Ich hoffe, die anderen Flüge sehen da besser aus als das. So, und der hat sich dann bald eingestellt. 260. Dann könnte ich jetzt mal gucken. Zack. Mal die Richtung Landung gehen. Öffne ich das Ganze mal wieder. Ich traue dem Ganzen nicht den Frieden, dass es dann halt trocken sein wird. Ich sage mal gut. Runway war 270. Hier, das. Wetter, was auch immer. Holen wir jetzt auch einfach die Live-Daten. Apply, Meter, 10 Grad, 21, das wir auch eingestellt haben. Landing Weight. Lese ich mir dann auch dementsprechend auch irgendwo ab. Hier habe ich noch ein paar bisschen was in Kilogramm. Gewicht haben wir hier unten. Das ist roundabout geschätzt. 50, ich sag da wirklich mal 7 Tonnen. Den wieder zu. Low Airbrakes. Medium. Kann ich dementsprechend hier noch einstellen. Und es ändert sich dann ja hier schon die Strecken. Links, aber ich habe pro Meter jetzt 2000 Meter. Also.
Da brauche ich mir jetzt keine Gedanken mehr. Flaps full und das alles auch andere. Manual Landing. Ja. Wir kommen da ganz gechillt, easy peasy runter. Wenn wir uns hier nicht wieder mit den Daten verhaspeln. So, hier hat man reingedreht. Wie gesagt, dumm, man sieht es nicht genau. Wir haben überall Nebel und Wolken. Es tut mir so leid, Leute, dass ihr da echt nichts seht. Für mich ist das ja normal, eigentlich die meiste Zeit hier drauf zu schauen. Und hin und wieder mal schaue ich hier raus und sehe, aha, okay, wir sind jetzt hier irgendwo auf der Erde. Ja. So, und mit der Punkt. Keine Ahnung. Kriege ich den nicht mal rein? Sehe ich jetzt nicht. Interessiert mich jetzt eigentlich auch gar nicht. Wie gesagt, hier vorne muss es auf 2000 sein. Ich würde sagen, wenn es hier Richtung 60 ist, drehen wir dann auf die 2000 und fliegen dann runter und gucken uns die Welt von unten an. Wie es dann anders ausschaut. Ist nicht zu vergessen, dann irgendwo auch die Lichter wieder einzuschalten und so weiter. Mal gucken. Ja. Ja, also wie gesagt, das ist schon ziemlich cool gemacht. Und ja. Nur leider seht ihr jetzt von der tollen Simulation jetzt nicht so viel als den Flieger und eine blöde Wolke. Aber so ist es halt. Heute ist es auch wirklich draußen ziemlich bewölkt. Das bildet ja das ganze Minimum mit ab, wenn man es möchte. Also jetzt, ich glaube beim nächsten Mal, wenn es jetzt auch wieder so aussehen würde, und ich mache dann einfach mal schön Wetter an. Ja. Dass ihr da auch ein bisschen was seht und nicht ständig hier nur Wolken. Aber so ist das halt. Ist doch so. Überlegt, wie lange das jetzt hier schon dauert. Ich bin schon über eine Stunde. Also in 3/4 Stunde dauert der Flug ja sowieso. Ist ein bisschen abgekürzt vielleicht dann dadurch, dass wir nicht die exakte Wegstrecke nehmen, die uns ja berechnet hat, sondern die nehmen, wo ich sage dann, die ist ein bisschen besser. Die würde wahrscheinlich wieder Lotse uns auch repräsentieren und sagen, kommt so runter, macht ihr nicht, sondern richtigen Eimer. Also anders wie jetzt wirklich auf der Straße mit der Autobahn gibt es hier die Möglichkeit zu sagen, ja, fahrt neben der Spur über den Acker, dann passt das auch schon. So, wir drehen uns jetzt hier rein. Ich könnte es jetzt natürlich mit Klick, dass er das selber macht. Meine Erfahrung ist dann, der macht das nicht so gut. So, und dann spulen wir das rein, bis ich da den sehe. Bisschen mal drauf vor. Wir gehen richtig steil runter mit der 2021. Ich muss dann irgendwo an der 10.000, also hier, wenn die 100.000 anzeigt, also die 10.000 Fuß Marke ist dann so eine Art Schranke. Alles, was drüber ist, dann fliegt, was er könnt. Ja, und der Flieger, die können ja dann unterhalb der Machtgrenze fliegen. Aber nah dran, und weiter drunter gibt es dann ja Restriktionen. Also wir wechseln von der Autobahn quasi zur Bundesstraße.
Muss aber immer ein Auge behalten. Also hier ist dann die Auslastung der Triebwerke. Wenn die auf Eitel stehen und ich stürze gerade runter, hat er keine Möglichkeit danach auch irgendwie nochmal drauf zu reagieren. Wenn er jetzt unter die 10.000er Grenze geht, muss auch hier die Geschwindigkeit gebaut werden. Die geht dann hier runter auf 250. Da braucht auch noch ein bisschen Luft sozusagen nach unten, damit er dann noch das noch erreichen kann. Abgesehen davon, dass es natürlich nicht so cool ist, dann da mit einem Sturzflug in den Flieger zu gehen, dass hinten schon so eine Art Parabelflug entsteht. Das bedeutet, dass die Passagiere dann in ihren Sitzen schweben. Geht natürlich nicht. Man braucht da ein bisschen Spiel. Man darf nicht vergessen, es ist auch sozusagen ein Bus. Ja, was? Leute drin. Viel Verantwortung. Und ja, gehen ja schon runter. Also, das sind die Meter pro Sekunde. Also hinten wird es eigentlich schon ein bisschen schlecht im Magen, ein bisschen flau im Magen für manche Leute. Die merken, dass es schon, dass das runtergeht. Ach Gott sei Dank, jetzt sieht man jetzt ein bisschen, wenn man die erste Schicht Wolken schon hinter sich hat. Sieht auch richtig geil aus. Kann ich mal sagen. Ich frage mich, wie es dann nachher mit dem neuen Flugsimulator wird, 2024, ich schätze mal jetzt auch nicht besonders viel mehr, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, ich muss sogar noch ein Stück weit runter gehen. Oh Mann. Tut mir leid um die Mägen. So, geht der natürlich Last auch runter. Quasi im Idle-Bereich. Also weiter runter geht's nicht. Wir stürzen quasi jetzt auf den Planeten. Würde ich jetzt noch weiter runter gehen, würde ich einfach nur die Geschwindigkeit aufbauen. Ja. Würde zwar natürlich sehr viel schneller sinken, würde aber auch Geschwindigkeit aufbauen. Ja, damit kann ich natürlich mit denen hier noch arbeiten. Pre-Breaks werde ich auch machen, wenn ich dann hier weit bin, weil ich kann jetzt auch keine Geschwindigkeit abbauen, gleichzeitig und runter gehen. Werde ich aber müssen, weil ich natürlich nicht wirklich gut getimed habe das jetzt. Also jetzt nicht richtig gut getimed habe, so rum. Das war nicht hübsch, aber selten. Das ist immer komisch aussehende Wolke hier. Wie ein UFO. Ja, ansonsten weiß ich nicht, was ihr heute so esst. So am Sonntag, von mir wird es heute Burger gegeben. Hat echt Bock drauf. Süßkartoffeln, Fries, Salat dazu. Ich freue mich schon drauf. Wir haben es jetzt auch 9:30. Ist jetzt auch nicht so spät. Aber ich denke mal, die Aufnahme läuft ja schon locker 1,5 Stunden, oder? Ja, fast. So, dann lernen wir es an. Ja, aber so mag ich die Fliegerei schon eher, wie gesagt, mal so eine 3/4 Stunde hoch. Also jetzt natürlich noch ein bisschen länger oben sein können. Aber für mich als Spieler, als Simulant, ist mir natürlich der Spaß in erster Stelle und dass ich immer ein bisschen was zu tun habe. Auch und natürlich dann da einen gewissen Druck. So, jetzt geht's runter. Jetzt kann ich nichts machen. Jetzt hau ich die Speedbrakes mit rein. Volles Programm, damit ich dann die Geschwindigkeit abbaue. Weil weniger als 0 kann der jetzt ja nicht produzieren. Ich muss den erstmal so machen. Ja, gut, wir sind ja eigentlich noch nicht mal so weit unten, dass es mal musste. Ich weiß gar nicht, warum der schon runtergeht. Das spielt auch keine Rolle. Besser so als so. So.
jeder, der mein Flieger war und miterlebt hat, wie Speedbags auswirken, man glaubt es nicht. Es ist wirklich so, als würde es mit dem Auto auf der Bremse stehen. Das ist eine unglaubliche Wirkung. So. Kann der wieder raus? Der ist in der Nähe. Ist okay. Vielleicht ein bisschen. Dass er nicht gleich wieder steigt. Ja, ein bisschen geht er runter. Ich muss noch ein bisschen nachjustieren. So. Die Lichter wieder an. Schneide die wieder an. Sieht gut aus. Aber wir sind ja gleich unten. Wie gesagt, mit den nächsten Videos werde ich jetzt nicht mehr so detailliert jetzt am Anfang eingehen wie jetzt, sondern es einfach machen. So, die Speedbags, die werden also heiß. Ich gehe mal raus. Den rein. Kann ich jetzt nicht ewig halten. Muss aber auch nicht. Ja, das sind ja im Endeffekt eigentliche Flächen am Flügel, die links und rechts auseinanderklappen. Irgendwann mal werden die Strukturen da auch ein bisschen heiß. Muss den mal wieder einfahren. Das ist dann auch hier auch zu sehen. Dass es ein bisschen zu gefährlich wird. Wir werden ja auch später den Punkt hier folgen. Zeige ich, was das dann wird. So, man sieht schon was. Die ersten Gebäude kommen uns in unser Sichtfeld. Es ist feinstes Wetter für zu Hause bleiben. Das ist furchtbar. Aber wir sind ja noch nicht in Fuerteventura. Wir sind noch irgendwo mitten in Europa. Da kann solches Wetter mal noch vorkommen. So, ja, 3000, wir sind fast unten. Ich sehe gerade, dass ein Plus dran ist. Dann. Halt, andersrum, tut mir leid. Ja. Dann lasse ich den noch ein bisschen steigen. Auf 3000. Runter. Ich dachte, ich muss 2000 im Flugmodus sein. Okay. Start raus, Grenade streben ein. 21, 21. Sind wir noch zu hoch? Nicht kapiert. Mensch.
Hammer. Ja, der Luftdruck ändert das natürlich alles, ne? So, dann schalte ich mal wieder die Shards um. Ah, ja klar. Und dann sehe ich hier ab, wann ich dann das habe. Ich muss auf 2000 dann gehen. Hier ist der Flughafen. Ich muss noch mal runter. Ich habe sie gesehen. Jetzt sind wir schon im Po. Ist okay. Ich hab da hinten den Flughafen. Ich hab den schon vor mir. Ich hab noch nicht gemacht. Gut, dass er so clever ist als ich. Jetzt habe ich die. Aber gut, das geht schon. Das geht, das passt. 2000. Geht doch ganz schnell. Ja, ich will landen nun los. Ich muss noch weiter runter. Ich richte mich jetzt nach dem Strich. Den muss ich hier relativ weit mittig haben. Damit das passt. Natürlich muss ich auch mal aus dem Fenster gucken. Und stelle mir die Gradzahl ein. Ich bin jetzt bei 4,5 Grad. Schatz auf 3, um erstmal hinterher zu kommen, weil ich mich natürlich wieder ein bisschen versemmelt habe. Aber das passt. Dann sieht man hier vorne vielleicht noch mal ein bisschen lichter. Dann sagt er, okay, ich bin drunter oder drüber. Man kann das so ein bisschen justieren. Für den Anfang reicht mir das dann aus. Irgendwann mal gehe ich in die Automatik raus, in den manuellen so rum. Dann passt das. So, T-Cast ist weg. Das ist trotzdem den Autopilot, logisch, ran. Kommt man auch relativ sauber rein. Jetzt ist dann. Aber ja, das passt. So, jetzt mache ich das manuell. Ich nehme jetzt den hier raus. Nehme die Warnung raus. Nehme den raus. Der Bahn. Gott. Retard.
bisschen schräg. So, Bremsen sind aktiv. Der Flughafen ist der, die nächste. Hier gehen wir raus. War es das eigentlich schon? Da haben wir es eigentlich schon geschafft. Hier kurz auf die Bremse, damit die Bremse gelöst werden. Ich gehe ein bisschen Gas, sonst stehen wir ja mitten auf der Bahn. Bisschen sauber, ist man schon unterwegs. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wir möchten Sie bitten, zu Ihrer eigenen Sicherheit noch so lange angeschnallt sitzen zu bleiben, bis wir unsere endgültige Parkposition erreicht haben und die Anschnallzeichen über Ihnen erloschen sind. Wir möchten uns an dieser Stelle von Ihnen verabschieden, bedanken uns, dass Sie heute unsere Gäste waren und hoffen, dass Ihnen dieser Flug mit uns gefallen hat. Wir wünschen Ihnen hier noch einen angenehmen Aufenthalt bzw. eine sichere Weiterreise. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Welcome, ladies and gentlemen. We kindly ask you to remain seated with the seatbelt securely fastened until the aircraft has reached its final parking position and the fasten seatbelt signs above you have been switched off. We would like to say goodbye to you at this time. Thank you for being our guest today, and we hope that you enjoyed the flight with us. We wish you a pleasant stay here or an enjoyable and safe ongoing journey. Have a nice remaining day. Thank you. Bye-bye und auf Wiedersehen. Dann suchen wir uns mal eine gute Parkposition aus, gehen da ran und sind dann fertig für heute. So, dann natürlich jetzt hier in der Simulation werden natürlich keine Parkmöglichkeiten angezeigt werden. Du sagst, ja, du hast in diesen Gate zu gehen. Suche ich mir jetzt hier einfach wie beim Baumarkt, suche ich mir jetzt einfach einen Platz raus. Ich hoffe, dass hier irgendwo Platz ist. Kann sein, dass ich jetzt Flieger einfach in der Ecke stehen stelle und sage, ja, mach den Rest doch alleine. Das scheint mir jetzt so, als hätte ich jetzt gar keinen Platz hier. Dem jetzt wirklich alles zugepumpt. Das scheint ein Platz zu sein. Ja, nee. Ja, das ist wieder so ein Nachteil in der Simulation. Gut, dann stelle ich mir Flieger einfach in die Ecke und warten es beim nächsten Mal. Ich habe jetzt keinen Bock, jetzt darum zu suchen. Hallo? Bremse? Bremse? Gut, dann hier. So, dann habe ich natürlich hier auch natürlich die Möglichkeit. Das ist die Plane. Wenn hier rechts einfach nur. Ich kann hier natürlich jetzt auch keinen Ground Service nutzen, ist ja nichts da. Also wenn ich jetzt das hier jetzt ausmache, geht auch der Flieger aus. Der noch nicht. Ein Triebwerk verkraftet das. Und den zweiten kann man jetzt auch noch ausmachen. Das war's schon. Ich warte noch ab, bis das hier fertig ist, aber im Großen und Ganzen war's das. Ah. Okay. Irgendwo gab noch einen Generator, der hierher gerollt wurde. Können wir machen.
So, die letzten drei Sachen, 2 Passagiere, 2, 1 und fertig. Gut, damit war es das auch für den Flieger für heute. Und die erste haben wir erreicht. Beim nächsten Mal fliegen wir weiter Richtung London. An Heathrow. Das wird definitiv noch voller werden als hier. Ja, und vielleicht noch etwas spannender wieder. Ich hoffe, hoffentlich macht es Spaß. Niemals Spaß gemacht und dann genießt euren restlichen Sonntag. Und ja, dann bis dann. Ciao, ciao.